Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kragenkrafter und hier ist die Akustik gerade etwas komisch. Ich filme jetzt einfach mal wieder ein Handyvideo, weil ich bei meinem Vater bin und mein PC nicht dabei habe. Und deshalb zeige ich euch einfach mal, was ich gerade so mache. Ich habe hier ein T-Shirt an, das ich mir gestern gekocht habe. Dann laufen wir mal rüber in die Küche. Da bereite ich mir nämlich gerade was zu mit diesen mega sexy Schlappen und einer Puma Jogginghose nach Hause. Ich habe übrigens so einen Effekt drin von Powercam TM und ja. Das sieht zwar mega wenig aus, ist es auch. Ich habe nämlich gestern schon ein bisschen flaniert von dem ganzen Zeug. Und ihr habt hier sowieso diese Handy-Videos ganz gerne. Von daher habe ich gedacht, mache ich doch nochmal eins. Und wir öffnen mal den Kühlschrank. Ich habe nämlich extra dafür eine Soße geholt. Und wenn meine Freundin das Video gerade sieht, dann lachen wir nicht aus. Schaut nämlich immer meine Real-Life-Videos. Und das gönne ich mir jetzt hier. Sour Cream Sauce Potato Wedges. Wer es nicht weiß, das hier sind Potato Wedges. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Real-Life-Video. Vielleicht nehme ich auch gleich noch. Ich habe hier damals so ein Video gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so verwackelt oder so und es bleibt gerade. Ich habe damals ein Video gemacht, da habe ich so meine Musik so vorgestellt, was ich halt gern höre. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das selber heute vielleicht mal mit Filmen mache. Aber ich glaube, ich hatte Filme auch schon so ein bisschen angeschnitten in dem anderen Video. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht schon mal gemacht habe. Auf jeden Fall hole ich jetzt mal hier aus dem Ofen mein Zeug raus, du. Ich verbrenne mich jetzt nicht auf dem Video, das ist ja natürlich episch. Das sieht alles mega geil aus mit dem Effekt. Also wie gesagt, die App heißt Powercam TM und der Effekt ist der Holiday-Effekt. Mann, ist das so wenig. Wieso ich davon satt werden? Ich habe die auf jeden Fall schön crispy gebraten und die Soße sieht einfach so barbar aus. Ist aber schon ganz schön hell so alles. Naja, ich gönne mir mal ein paar Handschuhe. Ich lege mal kurz die Kamera beiseite, es wird kurz dunkel. Tut mir leid. Aber ich muss mir jetzt diese super freshen Handschuhe anziehen. Und ja, wie gesagt, ihr findet das hier eh immer ganz cool, behaupte ich mal, wenn ich so ein Video mache. Und jetzt habe ich diese tollen Kuhhandschuhe und kann das Zeug grabben. Ich glaube, es wäre aber besser, wenn ich jetzt erstmal Pause mache von dem Video, mir das ganze Zeug schnappe und dann gleich wiederkomme. Bis dann. So, da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, das hat jetzt so geklappt. Ich benutze die App zum ersten Mal. Habe ich mir extra dafür jetzt runtergeladen. Und das sind meine Potato Wedges hier vorne. Ich liebe den Effekt hier, das sieht einfach mega tight aus. Und die Soße hier ist echt mega fresh, saugy. Tut mir echt leid, wenn ich wieder irgendwelchen Leuten Hunger mache. Ich kenne das selbst, wenn ich dann... das hört sich gut an. Ich kenne das selbst, wenn ich irgendwelche Videos gucke, wo Leute was phrasen und dann will ich die einfach nur umbringen, wo ich dann selbst auch Hunger kriege. An dieser Soße darf man nicht sparen. Okay, guckt euch an, was ich für böse Sachen esse. Mich bockt es nicht wirklich. Hier, Nährwerte, ganz gesund. Okay, also gesunde Ernährung ist wichtig. Damit habe ich meine Botschaft, meine Vorbildfunktion ausgeführt. Was auch immer. Und ich wandere jetzt mal nach oben und wir sehen. Diese App ist echt richtig geil übrigens. Also ich bin jetzt hier gerade bei meinem Dad, falls ihr euch fragt, wo ich bin. Die App ist richtig geil, weil man kann einfach während dem Video Pause machen und dann wieder weiter aufnehmen. Und ich muss hier rüber. Ich grabbe mir nämlich noch eben eine Coca-Cola, du. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich oben bin. In meinem Zimmer. Falls ihr euch fragt, wieso ich nach oben gehen will. Also dann oben angekommen. Ich glaube, das war gerade eben ein bisschen abgeschnitten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich bin jetzt hier oben bei mir in meinem Zimmer. Ist alles mega unaufgeräumt. Ich hoffe, man sieht nichts im Hintergrund, aber es scheint nicht so zu sein. Und hier ist jetzt mein kleines Meal. Ihr wisst, immer gesund sein. Gesund bleiben. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe jetzt einen neuen PC. Das Lied hier feiere ich zurzeit richtig hart.
OMG von Materia. Also eigentlich, ich finde die Hookline, für Leute, die es nicht wissen, ist glaube ich so, weiß ich selbst nicht so genau. Ey, das, kennt ihr das, wenn ihr die Treppe, kennt ihr das? Ich nehme heute Abend mit Patrick auf. Kennt ihr das, wenn ihr die Treppe hochlauft und einfach voll außer Atem seid? So geht's mir gerade. Und ich bin voll langsam gelaufen, wie ihr eigentlich gesehen habt im Video. Vielleicht beschleunige ich es einfach, dass es ganz schnell aussieht. Könnte ich machen, ja. Ihr wisst ja, dass ich einen neuen PC habe und das hier ist mein alter PC. Und ich habe euch ja gesagt, dass er relativ ranzig ist. Ich habe ihn hier schön hinter dem Bildschirm versteckt. Tada! So ranzig. Ich konnte hier, das hier ist der Anschaltknopf. Ich konnte den, weil die Blende, also die Verkleidung hier vorne, weil die verschoben war, konnte ich... oh mein Gott, da drüben ist eine Reflexion. Ich winke. Weil die verschoben war, konnte ich den nicht anmachen. Und da hatte ich schon voll die Paranoia, so scheiße, wie soll ich jetzt Videos machen? Ich habe immer das Ding vorne abgerissen und dann ging er wieder. Und ihr hört vielleicht, dass der laut wie scheiße ist. Das ist echt nicht cool. Aber ich habe jetzt bei meiner Mutter in... Boah, ich hätte gerade fast die Stadt gesagt. Puh. Bei meiner Mutter habe ich ja jetzt den... den anderen guten PC und damit lässt sich ganz gut Videos machen so und jo, wie gesagt, das Lied von Materia feiere ich und aha, schaut mir nicht beim Essen zu. Wahrscheinlich sieht es voll behindert aus, wenn ich esse, aber das ist echt geil, das Zeug. Also das sind so scharfe Potato Wedges von McCain oder so, natürlich erst fertig, erst auf mir die Arbeit noch, das selbst zu machen. Und dazu diese Soße, das schmeckt echt lecker. Gönnt euch. Ich habe ja letztens mit Hell's Blazes das Video gemacht, wo wir Pizza gebacken haben und das sah auch mega scheiße aus. Ich wette, das ist nicht besser. Gut, was kann ich jetzt nur sagen? Ich glaube, das war jetzt eigentlich so ein ziemliches random Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video sehen wollt, wo ich ein bisschen über meine Filme quatsche, was ich so gern schaue. Oder eigentlich kann ich es auch jetzt gleich machen, ist doch YOLO. Ich muss zwar, hier lädt man zwar echt lange hoch an so einem Video, aber ich erzähle einfach ein bisschen. Also was ich letztens geguckt habe, ist der zweite Teil vom Hobbit, den hat ja ungefähr so ziemlich jeder geguckt und ich finde den echt geil, den zweiten Teil, aber das Ende ist halt echt scheiße, ich will es euch nicht verraten, aber auf jeden Fall, wenn ihr das, wenn ihr den Film seht, dann kann ich euch sagen, dass ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht seid vom Ende. Ist ja nicht das Ende der Filmserie, sondern halt vom Film. Und ja, kann sein, dass ihr da ein bisschen enttäuscht seid, weil weil es einfach sehr abrupt endet und an einer total spannenden Stelle. Das ist wie wenn man ProSieben oder so einen Scheiß guckt. Ich gucke ja selbst kaum Fernsehen. Das ist wie wenn man ProSieben guckt und dann ist die spannendste Stelle vom ganzen Film und dann... Werbung, halt's Maul. So war es zumindest früher. Ich habe echt ewig, bin nicht mehr richtig Fernsehen geschaut. Und ja, ansonsten, ich gucke eigentlich so Science-Fiction-Zeug richtig gerne. Zum Beispiel, ja, halt, ihr wisst ja Bescheid, Harry Potter liebe ich über alles. Und ich rolle hier mal eben rüber. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Hier voll, oh, in der Sonne. Also Science-Fiction-Zeug mag ich richtig gerne. Harry Potter, Herr der Ringe, Star Wars gucke ich auch ganz gerne. Und ja, sowas. Also das sind so die Filme, die ich liebe. Ansonsten gucke ich halt auch so Action-Filme. Also sind aber nicht meine Lieblingsfilme, dann so Transformers, Transporter, alles was mit Trans anfängt. Transsexuelle Action. Nein, Spaß. Das hat mit Trans angefangen. Nicht Spaß, also Transformers, Transporter finde ich ganz cool und jo. Das hier muss ich gerade bei Deutsch lesen, deshalb bin ich hier gerade hintergerockt und ich werde voll geblendet. Ist auch ganz cool, das Buch. Ich hoffe, ich halte die Kamera einigermaßen gut. Wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Und ja, dann würde ich sagen, meine Freunde, war es das eigentlich von dem Video? Ich hoffe, ihr fandet es ganz cool und es lief jetzt alles glatt. Ich hab's ja mit der Rückseitenkamera von meinem iPhone gefilmt, also ich kann mich währenddessen die ganze Zeit nicht sehen und vielleicht ist es ein bisschen zu hell oder zu dunkel, aber ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall könnte ich mal aus der Sonne rausrutschen. So, ich habe einen Rollstuhl, also einen Stuhl mit Rollen, Schreibtisch mit Rollen, damit deshalb gibt es da so ein bisschen Probleme. Was labere ich eigentlich? Mega unwichtig einfach, okay. Also meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es nennen soll, vielleicht nenne ich es einfach komplett random.
Aber ich habe echt keine Ahnung und jo, damit würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Morgen kommt die PvP-Kartenvorstellung mit Hell's Blazes. Mit Hell's Blazes und jo, dann würde ich sagen, meine Freunde, irgendwas hatte ich gerade noch, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Ach genau, wie fandet ihr das, das Ende von der Hobbit Smaugs Einöde? Also ich fand es echt, ja, man nennt es ja Cliffhanger, hat mein Bruder mir beigebracht. Und ich finde, das war ein bisschen kacke, das Ende. Wie fandet ihr es? Ihr könnt es mal in die Comments schreiben und freut euch auf den dritten Teil. Und damit würde ich sagen, meine Freunde, haut rein, macht's gut und ciao.